Ja, ich kann ganz viele Punchlines. Ja, denn du stehst jetzt hier und du trinkst kein Bier, du trinkst nur O-Saft. Verkackt. So Leute, wie angekündigt kommt nun mein erstes Challenge-Video auf diesem Kanal. Ich habe mir gedacht, was soll ich für eine Challenge machen? Und da habe ich mir gedacht, warum nicht, wie etwa 25.000 andere YouTuber auch, die 7-Sekunden-Challenge. Und dafür habe ich mir den sozusagen Godfather of 7-Sekunden-Challenge dazu geholt. Meinen lieben Bruder Wasty. Warum Gott war der? Warum? Ah, du hast das Ganze doch erst ins Laufen gebracht. Was? Ja, das wissen die ja nicht. Ich war ja der erste deutsche YouTuber, der What? die 7-Sekunden-Challenge gemacht hat, weil ich das nämlich vorher bei, wem war es? Ich glaube, Phil. Oder, ja. Ich habe es bei Phil gesehen und habe mir gedacht, hey, das musst du gleich mal machen. Und dann war ich quasi einer der ersten deutschen YouTuber, die das gemacht haben, aber erfunden habe ich es ja nicht. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, nicht, dass wir uns hier jetzt festlabern, wer das Ganze erfunden hat. Würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben ja auf unseren lieben kleinen Smartphones hier, haben wir ja ein Bild auf Instagram hochgeladen und da solltet ihr uns ein paar Aufgaben stellen, die wir uns jetzt gegenseitig stellen werden. Überraschung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, Ah, du darfst dir okay. aussuchen, wer anfängt. What? Jetzt habe ich das jetzt verrückt. Kann sein, dass ich die Kamera gerade verrückt habe, aber egal. Die Kamera ist verrückt. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese hier. Und zwar versuchen 7 Sekunden so vielen Leuten wie möglich auf WhatsApp Hallo zu schreiben. Bist du vorbereitet? Ja, wenn ich den schreibe, hallo, dann kommt er sofort zurück. Sag mal, schreibst du mir hallo? Dann muss ich mir den schreiben, dann bin Ja. ich ready für das Video. Egal. Ich Okay. bin bereit. 3, 2, 1, go! Ich würde sagen, rum. Ich hab's nur bei 2 geschafft, ne? Bei zwei, Das oh. dauert so lange. So, alles klar. Jetzt bin ich dran. Ja. Und ich habe auch schon eins. Und zwar versuchen 7 Sekunden. Bist du gut in Mathe? Das Geht. 1x1 der Zahl 8 aufzusagen. Okay? Komplett. Komplett. Bis 80. Oh mein Okay, Gott. und los. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Ah, oh, shit. So, Tobi. Tobi, nicht abgelenkt sein hier. Bist du bereit für deine nächste Aufgabe? Und zwar in 7 Sekunden 2 Punchlines raushauen. Punchlines? Das sind Ja. Punchlines. Also ich weiß, dass Punchlines sind. Ja, bei Okay. Rap, ne? Ja, ich weiß. Punchline Zwei, ist ne? ja Zwei. zwei. Also eine Punchline ist ja das Ende eines Reimes, ne? Der reinhauen soll. Okay? Du musst anfangen zu zählen. Okay. Ah, yeah. Ah. Du siehst aus wie ein Lackierer, aber schneidest dich mit einem Rasierer. Boom! Nummer 1. Und Nummer 2 ist, du stehst hier, aber trinkst kein Bier. Ja, yeah, ich kann ganz viele Punchlines. Ja, yeah, denn du stehst jetzt hier und du trinkst kein Bier, du trinkst nur O-Saft. Verkackt. Versuchen 7 Sekunden, das Fenster hier aufzumachen, wieder zurückzukommen. Go. Abonniert mich. Oh. Oh. 7 Sekunden rum, ja. Da ist sowas von Only Strange Clouds. Die hat da ein Wort aufgeschrieben, das du sagen sollst. Das Problem ist, ich kann es nicht mal vorlesen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir doch das schöne Wort. Ja. One, two, three, go! Bahnhofswärter, Bahnhof, Schlüssel, Verlust, Formular, Ausgabestelle. So, okay. Ja, es ist ja nichts, ne? Ich war schon immer spezialisiert auf große Wörter, weil ich insgesamt auch große Dinge habe, wie zum Beispiel meine Nase. Ja, und deine Ohren. Und deine Haare. Deine Mütze. Okay, pass auf. Letztes Wochenende war die Video Days, ne? Ja. Und in der Show war was, deshalb müsstest du das jetzt hinbekommen. Sag in 7 Sekunden die YouTuber auf, die über 1 Million Abonnenten in diesem Jahr bekommen haben, okay? Oh mein Gott. Und los. Umgespielt. Le Floyd, Ape Crime, Alberto, Simon Desue. Sicher, das ist 6 Mann. Fresh Talk, ey. The Fresh Stimmt, der Talk war war. gar nicht da. Ne? Der war nicht da, der hat einen Autounfall gehabt, Ja. deswegen. Gute Ja. Besserung noch auf dieser Ja. Weg hier. Okay, nun die nächste Aufgabe und zwar in 7 Sekunden dein T-Shirt umdrehen, ohne es auszuziehen. Okay. One, two, three. Ah,
mache ich ständig. Ja, bei mir geht das gerade so. Ich bekomme meine Ärmel gar nicht in den Ärmel rein. Ich habe so kleine T-Rex-Hände. So. Weil ich weiß, dass du so künstlerisch begabt bist, will ich, dass du in 7 Sekunden einen Hund zeichnest und er muss annähernd zu erkennen sein. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, liebe Community, kann man das hier erkennen? Ist das hier ein Hund? Ja, nein, vielleicht. Oder ist das eine Katze? Woran willst du sagen, kann man hier erkennen, dass es ein Hund sein sollte? Da hinten am Schwanz da, weißt du? Sieht echt so scheiße aus. Sieht so scheiße aus. Das sind ja 4 Kreise in 7 Sekunden. 4 Kreise zeichnen, komm schon. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm doch mal einen Daumen hoch und lasst auch ein Abo da. Das könnt ihr, glaube ich, unten. Und hier links und rechts gibt es noch Let's Plays von dir, weil es gibt ja noch keine Challenges, keine weiteren. Deswegen sind da unten einfach nur Let's Plays. Und wenn ihr wollt, dass der liebe Dannycam noch mehr solche Challenges macht, dann schreibt es doch auch mal in die Kommentare. So, und ansonsten könnt ihr natürlich auch den lieben Tobi abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich weiß ja nicht, ob ihr ihn gekannt habt vorher schon, von meinen zahlreichen Zuschauern. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Da sage ich mal, wie in meinen Let's Plays auch immer, macht's gut und haut rein.